Hallo Afobs, herzlich willkommen in der Nobelsteinstube von Bluerigs. Ich bin der Olli und heute bei mir ist der... Ich bin der Micha, hallo. Olli, zweiter Teil der... Was für eine Serie? Wie heißt dieser Garten? Jiangnan Venedig, sag ich mal jetzt. Jiangnan Wasser-Attraktionsviertel. Also das ist so eine Diorama-Geschichte. Was einzelmodulare Häuschen, die auch einzeln toll aussehen. Aber das sind vier Häuschen, noch ein bisschen Beiwerk. Am Ende gibt es ein tolles Diorama, was dann dieses chinesische Venedig vielleicht so ein bisschen aussieht. Das hier ist die Verpackung von... Ui. Oh, da ist eine abgestürzt. Die Verpackung von der Mühle, das ist eine Mühle. Von Frau Lee ist es? Die Mühle von Frau Lee. Ja. Die Kartonage ist ein bisschen groß geraten, aber dafür sieht sie gut aus. Wir haben da drin nummerierte Tüten. Vier nummerierten Tüten, also vier Bauabschnitte, große. Keine Sticker dabei, alles aufgedruckt. Nochmal kurz zum Mitschreiben. So sieht's aus, wenn wir alles zusammengebaut haben. Das dauert einen Moment. Dafür muss der Marco sich erstmal wieder bewegen, muss was bauen. Und dann... Ja, dann können wir das zusammen zeigen. Machen wir, gell? Ja, machen wir auf jeden Fall. So. So, schauen wir mal. Erstmal die Figürchen, weil die stürzen hier alles ab. Wir haben hier so ein Mädel, oder, ja, mit Zopf. Mädel, ja. Und so eine andere Mädel. Noch ein Mädel. Ja. Und eine mit Hut. Eine mit Hut, ja. Mit Hut und Brille. Ja. So. Und nee. Jetzt, bevor du das gleich wieder hier so ausbreitest und das jedem wieder erzählen willst, wie ich es eben bis jetzt hier eingepackt habe, fängt er an und sagt, warum hat denn der junge Mann hier Falten? Oder wie war das? Ja, ich glaube, das ist der andere, das Kopf für den Schiffs. Also für du meinst, den dieses Gesicht ist das von diesem hier? Ich meine ja. Okay, warum? Weil, hallo, ich bin's wieder. Ja, vielleicht hast du es falsch gemacht. Glaube ich nicht. Ja, warum soll der mit dem Hut ein alter Mann sein und der ohne Hut jung? Nein, welche junge Leute will so einen Hut anziehen? Ach so. Ich weiß nicht, also siehst du auch Teilen irgendwelche junge Kerle mit so einem Strohhut und sagst, oh, keine cool. Ahnung, aber wenn es so heiß ist, dann ziehst du auch so den Hut an. Ist egal. Kommen wir zum Gebäude so, an sich. Modular, Minifigurengröße ist es wohl auch, ne? Also, passt. Das kommt annähernd hin, würde ich sagen. Ja. Ich nehme mal die Etagen ab. Und ich korrigiere wieder was. Oh. Olli, das mache ich doch extra, damit du das immer machen darfst. Hänge ich es immer falsch um. Hab ich was zu tun? Ich glaube immer noch, du machst das extra so. Du hängst das dahin, du siehst das hier, drehst es rum. Ich gucke in der Anleitung so genau und versuche auf keinen Fall es falsch zu machen. Und dann mache ich es doch, oder was? Ja, dann guck doch nicht in der Anleitung. Vielleicht machst du es genau richtig dann. So sieht das Ganze von unten aus. Aha. So ein kleines Grundgerüst baut man es am Anfang in den Bauabschnitt 1. Haben hier schöne Trends Blue. Trends Dark Blue, Trends Blue, ja. Clear, Gedöns hier. Gedöns Plate. Sechsmal ungrad. Ja. Frösche. Quark. Ja. Frösche. Zwei Stück. Zwei Stück, jawohl. Und Lotusblätter, ne? Das sollen ja Lotusblätter darstellen. Was? Das da. Wo der Frosch drauf sitzt? Ja, das ist ein Lotusblätter. Okay. Aha. Ja, aber das grüne Stein gibt es wahrscheinlich nicht so. Nee, aber irgendeine andere, was weiß ich, Seerosenblatt, weiß der Geier was. Ja, der hat einen grünen Teller verloren, das stimmt. Lotus, jetzt trinkt der Lotus. Okay. Ja, ist Lotus gemeint. Okay. Also, wir haben eine Mühle. Bevor der Olli euch gleich wieder erzählt, was alles da drin ist, was da beschrieben ist, zeige ich es euch mal kurz. Wir haben eine Mühle, das ist ein Mühlstein. Der ist fest hier, aber Der sitzt nur so drauf, ne? Aha. Also der fällt nicht rum, weil der ist das. Okay. Das ist, ich weiß gar nicht, wie habe ich das denn gebaut, Johannes? Ich habe es gut gebaut auf jeden Fall. Ja, der ist noch ein Stock, der so von hinten drauf gesteckt ist. Das ist nur so ein. Dieser hier, wie auch immer das Ding heißt. Eine Bar mit einer Kugel. Weißt du, und die hast du praktisch von unten hier so drin? Mhm. Hier so drin? Dann steckt man so durch zu der Mühle. Und wenn dann der Mühlstein hier oben drauf ist? Dann kannst du drehen. Dann kannst du drehen und dann bewegt er sich. Ja. Und auf dem Mühlstein hier oben ist auch ein tolles, ist ein Print, das ist wohl Getreide, so irgendwas würde ich sagen, oder? Sojabohnen.
Glaub mir, jetzt erzähl auch, warum. Immer habe ich einen Experte hier neben mir sitzen, der alles besser weiß als ich. Das ist gemein. Na ja, jetzt erzähl mal. Sojabohne. Sojabohne, richtig. Und ja, warum? Warum Sojabohne? Warum Sojabohne? Okay, dann wollen wir mal ins Gebäude schauen. Was machen wir nachher wieder rein. Gut, dann machen wir. Was die Frau Lieso verkauft. Oder was die Frau Lie die ganze Zeit macht. Vor allem hat die Frau Lie zwei Katzen. Sie hat die Frau zwei weiße Katzen, ja. Wir haben hier. Was ist denn das? Micha, was ist denn das? Was schätzt du, was das ist? Ich hab's doch gebaut. Ja, was schätzt du, was das ist? Dieser weiße 1x1 Fliese mit so einem Kreuzaufdruck drauf. Was ist denn das? Ja, ganz ehrlich, ich muss wirklich absolut schätzen. Ich habe keinen Plan so richtig, weil da liegt es auch nochmal. Ich hätte jetzt das irgendwie ein Tuch oder sowas und zum Trocknen irgendwas hängt oder ein. Nein. Okay. Dann bin ich erstmal raus. Kennst du Tofu? Ja. Und das sind Tofu. Ach komm. Ja. Das sind Tofu. Und die Frau Tofu? Lie und die Frau Lie malt die Sojabohne, damit die so Sojabohnensaft wird. Also hier das Weiße soll Sojabohnensaft darstellen. Ja. Die fließen hier ab und mit dieser Sojabohnensaft macht sie Tofu. Krass. Ja. Ich finde es beeindruckend, dass diese modularen Häuser, dass sie auch immer noch wieder wirklich eine Geschichte erzählen, ja. Weißt du? Und dass nicht einfach irgendwas zusammengeklöppelt ist, sondern ja. Dass da steckt was dahinter. Das da finde ich gut. Da ist Aktion, da ist Tätigkeit da drin. Ja, und hier auch sinnvoll. Hier hast du so Eimer mit Sojabohnensaft. Oder Milch will ich es nicht bezeichnen, weil das ist jetzt nicht direkt Sojabohnenmilch, das ist einfach nur zermalter Sojabohnensaft und dann die muss quasi in weitere Verfahren zum Tofu oder zu Sojabohnen Getränk verarbeitet werden. Aber man sieht, mit was die Frau Lie ihre Geld verdient. Also ich finde das sehr, sehr cool, mit dir sowas zu drehen hier, weil da macht das Ganze, was ich gebaut habe, auch hinterher auch noch mehr Sinn, weil du weißt selbst ja gar nicht so genau, was ist es dann am Ende? Weißt du, was steckt da hinten dran? Ist, okay, das ist ein Eimerchen mit weißen Stein drin. Milcheimer, wo ist die Kuh? Ja. Aber das nee, keine. Ist vegan heute. Also nicht sagt man vegan, ne? Das ja. Wo ist ja wieder vegan? Sind wir unterwegs heute. Ja. Schön. Okay, ein paar Eimerchen, Katze, eine Mühle. Hier kannst du dein. Das ist bestimmt so ein kleiner, nur eine Kasse angedeutet, da ist jetzt ja, kein Print drauf oder sowas. Ja. Eine Kasse, wo mein Tofu verkauft, aktuell ein Stück im Warenkorb, Anführungszeichen. Fein, einmal rein, damit mir hier nichts von der guten Sojamilch verloren geht. Jetzt ist erstmal der Griff abgegangen. Okay, dann haben wir, die sind jetzt abgegangen, weil die hängen hier. Hier. Die hängen hier irgendwie überlappend dran. Also das heißt, die habt ihr hier vorne so dran und dann. Das ist jetzt so Liliane, oder was ist das für ein Grünzeug? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ja. Blätter. Gut. So, auch hier können wir das Dach abmachen. Mhm. Machen wir gleich. So, nächste Etage. Da haben wir so einen kleinen Außenbereich mit wunderschön bedruckten Sitzen, Stühle, Hocke. Hocke, ne? Jawohl. Ein paar Pflanzen, ein kleines Blümchen auf dem Tisch. Mhm. Das ist auch so goldmetallic bedruckt, ne? Das ist die Farbe. Also, ich weiß nicht, ob die Kamera das fängt. Ah, der fängt alles, was zu fangen gibt. So, und hier drin auch Tische. Ja. Außen. Mit Sojagetränk, die ich ja vorhin erzählt habe, die auch aus dieser Sojamilchsaft gewonnen, also quasi weiterverarbeitet wird. Und diese Soja, diese kleinen, das sind diese kleinen Tische. Mhm. Das ist hier so ein Fertigteil und dann oben drauf hast du zwei Jumper Blades und darauf packst du diese Einser Round und auf diese Einser Round packst du so einen Ring. Aha, weißer Ring. Der weiße Ring, das ist jetzt schlecht, das ist, hier ist halt ein weißer Ring. Also hier ungefähr, ich weiß nicht, ob man sieht, ist ein weißer Ring. Und das macht das Ganze dann ein bisschen mehr zu einem Becher, ne? Ja. Ist eine gute Idee. Ja. So, Ring wieder drauf. Tisch wieder rein. So sieht es aus, hier ein schönes Fenster.
Genau, und so, das ist auch so ein bisschen Gold per Gold dann. Genau, das sind ja diese Zäune auch. Mhm, hier sind sie praktisch als Gelände, genau. Hier sind sie hochkant. Als Fenster, Ich finde, ich meine, das weißt du eher, die passen gut in diese chinesische Architektur, richtig, diese Teile da, oder? Ja, die passen, ja. Okay. Das sind ja diese Fenster mit dieser Holzzierrahmen. Ja. Das ist sehr cool. Auf der anderen Seite haben wir normale Fenster. Ja. Ja. Solid, sehr okay. Solid. Ja. So, dann packen wir das wieder... Das packen wir jetzt mal wieder da drauf erstmal. Ja. So. Also das passt sehr gut. Wir haben hier wirklich eine wirklich gute Klemmkraft. Mhm. Das passt einfach. Das hat Hand und Fuß, finde ich, bei den Sets. Ja. Wir haben jetzt hier das Dach. Auch das Dach ist sehr, ja, ich sage jetzt einfach mal, von dem Bau her ist es... fest, stabil, da bewegt sich nicht groß was. Wir haben hier nur diese Teile, die sind ja nur also angewinkelt. An diesen zwei Hinges. Ja, hier oben sind so, das sind diese, ich weiß nicht, ob die auch Hinges heißen, weißt du, die beiden Seiten. Ja, Doppelhinge. Sagen wir jetzt einfach mal so, oder ja, was? Ja, sagen wir Doppelhinge, ja. Okay, oh je. Naja, wer nicht weiß, erfindet. Ja, das, du hast doch recht, du. Schreib rein, wie heißt denn das Teil? Ja. Das hier, das wie gesagt... Einmal zwei mit Doppelhinge, hätte ich jetzt geschrieben. Einmal zwei Plate mit Doppelhinge. Ja, oder einmal zwei Modified doppelt ja, weiß irgendwas. Nicht. Ich weiß es auch nicht. So, auf jeden Fall, die baut ihr hier drauf, dann habt ihr hier... Ja, so ein Speicher auch noch da unten. Ja, das ist wirklich, ich meine, es gibt, das ist ja nur die Bautechnik, es gibt wohl keine Technik, die du so hochklappst, nee, das so um nicht. Zum Speicher zu kommen. Das so nicht, nee. Aber ansonsten, nett gemacht, keine klapprige Geschichte, passt. Solide. Packen wir wieder drauf. So. So, ich fasse mal zusammen. Jo. Wir haben hier die Mühle von CKAO, die QL0991 mit, wie praktisch, mit 991 Teile. Vier Minifiguren für 39,95. Wir haben eine Breite von 20 cm, eine Tiefe von 23 und eine Höhe von 21 cm. Die ganze Geschichte ist ein wirklich entspanntes Bauen. Das ging wirklich locker von der Hand. Es hat Spaß gemacht und ich muss mal schauen, ob ich noch so ein Häuschen baue, muss ich sagen. So, aber wir sitzen jetzt hier und haben noch... Andere. Wir haben euch schon mal ein Video gezeigt. Da war schon mal so ein Häuschen. Da hat der Olli hier bei mir gesessen. Und dieses Häuschen können haben wir hier miteinander kombinieren. Und dann können wir nämlich mal zusammenbauen, können schon gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Ja. Das sind die Figürchen von dem, jetzt nicht wundert, dass sie im Wasser stehen. Also die können nicht übers Wasser gehen, nur hier sind Noppen, hier kann ich sie mal festmachen. Ach so, ja gut. Bevor du wieder irgendwie sagst, hier guck mal hier, was ist mit denen, die können übers Wasser gehen. Ich hab beinahe gedacht, Jesus ist da. Nein. Jesus ist nicht da. Ich nicht da. So, wir haben also immer... An den Seiten diese Technik. Pins. Technik. Holes mit Pins. Ja. Bricks für die Pins. Und somit kann das Ganze nachher zu einem gebaut werden. Wenn wir das jetzt mal so da hinstellen und der Severin kann das vielleicht mal von allen Seiten ein bisschen aufnehmen, dann zeige ich jetzt nochmal die Kartonage, damit man weiß, wo am Ende das Ganze hingeht. Also. Am Ende könnte man sagen, haben wir zwei solche Straßenzüge, Wasserstraßenzüge vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich denn, geht es oder bist du nah, Severin? Passt. Gut. Wir haben jetzt mal einen Teil jetzt hier schon aufgebaut. Ja. Und am Ende wird es eine tolle Sache. Ich bin mal gespannt, wie es komplett aussieht. Das Venedig, chinesische Venedig, ja. Ne? Toll. Aber so sieht es schon mal auf der Flussseite, besonders auf der Straßenseite. Ja, beide Seiten lässt sich sehen. Cool, oder? Ja. Ich finde es jetzt, wo ich das erste Mal zusammen sehe, schon sehr, sehr. Ja, ist auch kombinierbar. Man kann entweder auf der Gegenseite nochmal posieren. Ziehen wir das kurz auseinander. Man kann auch so posieren vielleicht. Also wir machen hier einen Rumgeschiebe. Ich nehme an der Kamera mal ganz schwindelig. Ja. Oder wir machen wieder so. Es ist ja keine Grenzen gesetzt. Ja, jetzt machst du das machst du hier die ja, ist egal, das Boot ist gerade. Die Schiffsrikscha wieder kaputt? Ja, der. Warte mal, kannst du mal das. Was hast du vor? Ich hab. Dann kann man auch sprich, so. Sprich doch mit mir. Man kann auch so posieren. Ja. Man hat. Das stimmt.
viele Möglichkeiten. Das funktioniert aber so nicht. Ja, aber die Pins sind auch wahrscheinlich kollidierend. Nein, dein Dach ist zu groß. Also das geht jetzt ja, so mal nicht. Ja, dann tauschen wir gerade mal hier so. Ah, ich habe hier wieder so Zierelemente. Jetzt dann ist es Wasser außen, Olli. Das geht auch nicht. Wie ist Wasser außen? Nein, nein. Ich meine, wir tauschen die Seite mit dieser. Also ich lasse ihn noch ein bisschen machen. Du baust noch ein bisschen. Ich verabschiede uns schon mal. Und du mach ruhig, ne? Ja, das ist so. Ich komme später noch mal rein. Ja, alles klar. Nee, nur mal, um euch nochmal zu zeigen, wie man das... Also viele, viele Möglichkeiten. Wir werden euch bestimmt nochmal demnächst ein Video präsentieren, wo dann alles zusammen aufgebaut aussieht. Mhm. Alles zusammengebaut, wie es dann aussieht, gut aussieht, ich weiß es nicht. Also wir zeigen euch schon mal ein Video. Ja. Und da ist bestimmt noch der Marco dabei. Jawohl. Oder? So. Den sollten wir auch mal mit rannehmen, oder? Richtig, ja, der soll aber zeigen. Das stimmt. Ja. So. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr und viel Spaß beim Bauen. Ja, viel Spaß beim Bauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. So, jetzt nochmal. Was hast du jetzt hier eigentlich gemacht? Ich habe nur die umgetauscht. Also die Seite so da. Aber geht es denn dann? Das geht auch. Also die haben also jetzt steht das Dach nicht über auf der Seite? Nein, so jetzt nicht.